Die sehr seltene Trophäe Tiger im Tank erhältst du im Mafia 1 Remake, indem du mit dem Bolt Ace die 50 Meilen pro Stunde knackst. Du siehst, er hat als Höchstgeschwindigkeit nur 46 Meilen pro Stunde angegeben und deshalb ist er auch eine gewisse Herausforderung im Game. Wir müssen uns also überlegen, wie wir hier mit dem fahrenden Schuhkarton ja diese 50 Meilen pro Stunde knacken können. Und das machen wir am besten, indem wir ein abschüssiges Gelände wählen. Du kannst theoretisch auch an einer längeren Brücke, die ist ja auch zu den Seiten hin abfallend, das Ganze machen. Oder hier wie ich im Prinzip an einem ja, längeren Bergstück. Ich zeige dir jetzt hier einmal auf der Karte, wo ich das gemacht habe. Und zwar ist das oberhalb von Little Italy und Chinatown. Und zwar ist da ein gutes Bergstück und da kannst du auf jeden Fall die 50 Meilen pro Stunde knacken. Der Vorteil hier ist auch, dass es immer einen Punkt gibt, an dem du dann auch wirklich weißt, dass du die 50 Meilen pro Stunde erreicht hast. Und zwar ist das hier unten einmal diese kleine Brücke, die jetzt hier über die Straße führt. Und zwar an der Stelle erhältst du jetzt hier die Trophäe. Damit sind wir dem Ziel der Platin-Trophäe jetzt ein ganzes Stück näher gekommen. Wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, würde mich freuen. Ja, hau rein, mach's gut.